So, hier jetzt nochmal im direkten Vergleich einen anderen Metalldetektor, und zwar den Nocta. Heißt der Nocta? Kennt ihr die beiden Probanden hier? Die werden wieder als Versuch dahingeschmissen und dann werden wir gleich mal sehen. Denke, so, dann wollen wir mal gucken hier. Das Paketchen entjungfern. Zack. Was haben wir da drin? Sag ich doch. Das habe ich ja auch schon erwartet, sehnlich das Teil. Und zwar ist das der. So, diesmal der baugleiche. Unten im Link könnt ihr sehen, mit wenig dem Vergleich. Und zwar mit so einem China-Teil. Das ist dieses baugleiche Teil hier. Und nein, ich habe es nicht gesponsert gekriegt. Ich mache das einfach, weil ich da Bock drauf habe. Aber gerne, wer mir was sponsern will, ne, immer her damit. Überhaupt kein Problem. Könnt ihr mir Detektoren zuschicken bis zum Abwinken? Überhaupt gar kein Ding. Dieser hier wurde ehrlich erworben. Na gut, man kann ihn natürlich auch ehrlich gesponsert kriegen. Ne? So, also, zack. Da wollen wir mal gucken, was wir da so im Paket drin haben. Mal ausräumen hier die Sache. Ja, so sieht das aus. Sogar noch ein Chip hier mit drin. Fakt ist natürlich, dass man diese Geschichte hier nicht für 9 und nicht für 24,95 kriegt, sondern ja, man muss da eine ganze Ecke mehr für ablatten. Ablatzen, wie nennt man das? Ausgeben. Das war es mal bei der Spielerei hier. Wenn man ein Schnäppchen macht und ein bisschen sucht, beim Huni 99,95. Und ja, ich lasse mich mal überraschen, ob der jetzt meine vermeintlich verlorenen Gegenstände findet. So, hier muss man auch ein kleines bisschen basteln, was nicht so schlimm ist. Und zwar steckt man den Burschen da so rein. Schwuppdiwupp. Natürlich wieder schlecht mit einer Hand, ne? Da wäre ein Stativ jetzt eine gute Sache. Wartet. So, zusammengesteckt. Hier oben ist jetzt so ein Schnupsi. Das ist uns wenn schon entgegengefallen. Das wird hundertprozentig diese Geschichte hier sein. Die werden wir jetzt lösen. Und stecken die hier vermutlich rein. Genau, und auf der anderen Seite wird der Schnupsi reingedreht. So, auf jeden Fall schon mal robuster wie der andere. Hier unten ist so eine Klammer diesmal. Das andere mussten wir schrauben. Und da kann man vermutlich jetzt hier den Teleskopstab rausziehen, damit man sich das quasi auf eine angenehme Höhe ziehen kann. Das werde ich natürlich auch mal machen. Maximum erreicht, das ist hier. Also klack zu. Da werde ich auch gleich mal gucken, wie mir das gefällt. Jo, der ist eindeutig auch länger. Ne, länger ist nicht immer besser, aber in dem Fall wesentlich komfortabler. Die 10 cm, die machen es aus in dem Fall. Jetzt muss ich mal noch mal gucken, wo wir die Batterie reinstopfen, beziehungsweise wo der Akku ist. Erstmal drücke ich hier mal wahllos drauf. Vielleicht springt er überraschenderweise an. Nö, also weil er geil hat. Das will ich euch nicht vorenthalten hier. Und zwar ist da so ein Gummischnupsi bei. Guckt euch das an. Der wird jetzt hier drauf gesteckt. Das ist meine Vermutung. Sieht auf jeden Fall schon mal gut aus. Jo, kann man auch mit. Guck mal her, zack. Und so schmiegt er sich den Arm, das Handgelenk noch besser an. Kein Spiel mehr. Perfekto. So, jetzt muss ich hier hinten eine Schraube lösen. Guck mal da. Und da kommen dann die beiden Batteriechen rein hier. Da wollen wir mal gucken. So, da das Schräubchen raus, da vorne rechts. Denn das Teil hier so drehen, pass auf, hier so in die Richtung, raus. Und da kommen die Batterien jetzt erstmal rein. So, Batterien rein. Dafür packen wir das Ding da mal hin. Gucken wir genau, wie die da rein müssen. Ich habe mir hier ziemlich starke Akkus geholt. Zack, eins, zwei. Das sieht doch schon mal gut aus. Dann den Deckel wieder drauf. Oh, muss man ein kleines bisschen drücken und darüber, zack. So, Schraube schraube ich gleich wieder rein.
Ich werde jetzt erstmal gucken, ob das Ding auch tatsächlich anspringt. So, mal gucken. Das machen wir hier natürlich runter. Sehr schön, guck mal. Können wir auch gleich viel mehr sehen. So. Ich vermute mal, dass der hier anspringt. Sehr schön. So, jetzt haben wir den eingestellt auf. Ja. Gucken, was er hier sagt. Okay. Also Tiefe kann man da einstellen. Ach, guck mal hier. Da ist das quasi wie bei dem anderen. Guck mal im Link rein, bei dem billigen für 24,99. Da kann man das auch einstellen. Also eindeutig ist der schon mal hier am Piepsen. Aber wir werden das jetzt genauso nachstellen wie in dem Video. Passt mal auf. So, da ist der kleine Quietschkopf wieder. Der quietscht hier lustig drauf los. Und zwar kann der sogar den Unterschied, also was heißt kann sogar, also eindeutig den Unterschied erkennen. Und zwar das eine war ja Metall, passt mal auf hier. Da haben wir den. Ne, komm, da. Ne, kann, jetzt kann er sich nicht entscheiden. Warte, 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 warte. Da. Er weiß nicht zwischen Metall und Dings. Ist das sehr irritierend, ist er das Thermometer. Aber passt auf hier. Das ist Edelstahl. Da ist er jetzt eindeutig am Überlegen, ist es jetzt was Wertvolles oder nicht. Das ist. Naja, jetzt hat er wieder Eisen gefunden. Na, hier, guck, da. Naja, am Ende ist es nichts, ist es nichts von allem. Es ist ein Metallgemisch. Und gehst du jetzt mal aus, du alter Schreihals. Okay. Wieder zurück. Wir müssen natürlich auch darüber nachdenken, dass hier drunter eine Fußbodenheizung ist. Das könnte natürlich auch schon stören, ne? Ich mach mal. Nicht, dass er so tief geht. Aber selbst dann ist er ein bisschen angenervt. Mal gucken, ob er das denn leicht. Naja, er hat schon wieder diese gleiche Geschichte hier. Aber er findet eindeutig was. Also er ist definitiv 500% besser wie der andere. Obwohl man das ja jetzt gar nicht so sagen kann. Oder wie sagt man so schön, 500% gibt es nicht. Also ich finde, dass das Teil ein Million Mal besser ist. Ich hoffe, dass ihr es am Anfang richtig gesagt habt, wie das Teil heißt. Das heißt nämlich hier so Nocta oder so ähnlich. Ne? Nocta spricht man dazu aus, Leute. Swing. Nocta 1 Swing heißt das Ding hier. Hier wird geswingert bis zum Abwinken. Jo, ich finde es geil. Mir gefällt's. Und jeder, der einen super günstigen Detektor haben möchte, das war natürlich jetzt kein Test für Profis oder sonstiges, natürlich logisch, habe ich auch schon geschnallt. Ich werde mit dem Ding auf jeden Fall noch losrennen. Ich habe noch Termine in den nächsten Wochen, wo ich dieses Ding benutzen kann, darf und will. Und da werdet ihr sicherlich noch ein paar lustige Videos von kriegen, wie ich damit durch den Wald renne, beziehungsweise eventuell am Strand lang renne und so weiter und so fort. Und da werde ich graben wie so ein Weltmeister. Und zwar mitgebrachten Schippe, mitgelieferten Schippe. Ich werde buddeln wie so ein Arzt, damit wir ein paar richtig geile Funde haben. So, also, adios, ciao, ciao, goodbye.